Also wirklich, ich versuche das Ganze zu verarschen. Und los geht's. Das ist jetzt wohl so ein Scheiß. Nee, ist doch alles in Ordnung. Passiert doch nichts. Ist alles in Ordnung. Ist schon mal ein Schlüsselloch da. Ist schon mal ein Fortschritt, ne? Ja, ne? Ist nur eine kleine Höhle hier. Alles top. Oh, ist ja cool. Cool, ja. Denk da jetzt noch. Ja, aber du sagst bitte nichts. Nein, da kommt er auch drauf. Das ist jetzt. Hier ist ja nur wirklich nicht viel, ne? Was man machen kann und. Das traue ich ihm zu, dass er das schafft. Ja. Ja, du. Ist ja nicht das erste Mal. So. Suchen muss. Jetzt sehe ich ein Standbild. Ja, auch. Ja. Okay, so klappt es nicht mehr. Nicht. Aber Moment mal. Gut. Moment mal, das hier kann ja gar nicht das richtige Ziel sein. Sonst können wir hier ja wieder in Level 0. Hä? Könnte man ja machen, wenn man den Level ganz oft spielt. Ja, es sei denn erst über 100, dann kommt man Level 100. Ja. Man kann das zweimal nutzen in einem Hack. Ach so. Es gibt nämlich Level 0 und Level 100. Okay. Das sind beide das Bonus. Ich könnte mal reingucken, ob er beide gleich editiert hat. Okay. Toll, Yoshi ist gerettet, aber ich nicht. Nö, Level 100 ist nicht editiert, da ist einfach nur ein grauer Zementblock zugekommen. Okay, irgendwie geht das anders, als ich es gedacht hatte. Eventuell mit einem Shelljump. Shelljump? Das verstehe ich nicht. Wo willst du denn hochspringen? Hier. Was ist da vor? Du kommst, das kann ich dir gleich sagen, du kommst weder oben drüber noch unten drunter. Aber du solltest vielleicht anstreben, auf die andere Seite zu kommen. Vielleicht hättest du doch das Springboard nehmen müssen, um dich nach oben in der Decke zu glitschen. Wer weiß. Nee, das kann's nicht sein. Erzähl doch nicht so einen Scheiß. Oh, hier der Pilz. Schön. Okay, machen wir mal wieder zurück, dass ich meinen Yoshi wieder hab. Ja, hätte Vorteile auf jeden Fall. Der ist nämlich abhanden gekommen. Okay. Was er jetzt vorhat. Ich sag nichts. Ich darf also nicht durchs Ziel, aber ich muss rüberkommen. Du musst auf die andere Seite. Also, nee, ist falsch. Du musst durchs Ziel und musst rüberkommen. Ja, ja, aber ich darf das Ziel nicht aktivieren. Also ich muss diesen Sprite hier wegkriegen. Das ist schon mal ein sehr guter Lösungseinsatz, ja. Oh, hab ich da eins kaputt gemacht? Ich hab eins kaputt gemacht. Vielleicht schon zu viele Koopas getötet. Ja, einen. Ich hab ja vorhin gesagt, mach 10.000 Saves jetzt, bevor du in die Pipe gehst. Ja, ja. Vielleicht war das Springboard doch so entscheidend. Nee, das Springboard nicht, aber... War's nicht. Das Springboard nicht, aber der grüne Koopa am Anfang. Der muss Schmidt. Dummer Koopa. Der schafft das bestimmt gleich. Ach nein, nein, ich sag nichts. Es sind aber nur 5. Also, ich sag dir jetzt mal, was du erreichen willst in dieser Sektion. Du willst, dass Yoshi den Goalpost runterschluckt. Ja. Will ich das? Das ist die Intended Solution. Oh, da ist noch einer. Der war vorhin nicht da, der ist vorhin weggeglitscht. Moment, wenn der wegglitscht, dann kann der andere auch wegglitschen. Ja, hier war gerade eben einer, der... Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, warte. Bleib einfach stehen. Wir wollten es ihm doch nicht sagen. Ja, naja.
Das ist ein Bug, du. Das ist irrelevant, warum. Yoshi hat soeben die Goalpost runtergeschluckt. Herzlichen Glückwunsch. Schau es dir nochmal an. Ich habe auch keine Ahnung, warum dieser Glitch passiert, aber... Du kannst eigentlich nochmal zurückspulen aus Spaß. Spul nochmal zurück aus Spaß, da wo du standest und gewartet hast. Mach das mal. Gibt's noch was Lustiges. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was er meint. Ja, spul mal zurück. Spul zurück. Spul zurück. Und jetzt spul, dass er jetzt gleich einen spul zurück, kann, so dass er den noch im Mund hat. Und dann spucken Goldpost aus. Sehr gut. Lol. Ich kenne das nur auch so, dass man da sich irgendwie einen Schlüssel schafft. Du darfst ihn nicht ausspucken, das ist dir klar, der muss zerstört. Ja, du musst ihn runterschlucken, damit der Goldpost zerstört ist. Macht Sinn, ne? Grrr. Grrr. So. Dieser Gegenstand, den er da ausspuckt, ist auch, hat auch eine sehr interessante Physik. Wieso? Es ist so eine unendliche Shell, die man nicht stoppen kann, aber getötet wird. Das ist ganz komisch. Ein Goalpost, wenn ein rasender Goalpost ist, das halt, ne? Der ist merkwürdig. Ich habe mich nie mit diesem Sprite sonderlich auseinandergesetzt. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen Schlüssel, dieser Goalpost. Das war alles so ein bisschen. Das war alles ein bisschen. Ach, jetzt. Nee, ich glaube, den kann man irgendwie. Mit in Verbindung mit Schlüssellöchern oder Schlüsseln bringen, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, dieses Objekt. Schneller, schneller, schneller! So. Hey! Bevor und hat den Yoshi. Nicht. Und hat den Yoshi nicht. Überpass über 3, da gibt's keinen Yoshi außerhalb. So! Es gibt gar nichts außerhalb der Level. Neues Video, ganz schnell. Rot. Ah, alles klar. Schön, herrlich. Deswegen war die von 60 bei dir. Wenn ich ausschalte, ist es auf 60. Ja, das kann sein. Und wenn ich einschalte, geht es auf 30. Gut. Los, das Haus ist noch leicht, mehr oder weniger. Jetzt mache ich erstmal hier Overworld States, ja. Wie viel haben wir es eigentlich? Ah ja. Fünf. Ach, da unten ist ja die Uhr! Brauche ich gar nicht. Halb sechs. Okay, 17:26 Uhr, ich schalte wieder ab, kurz vor 17:50 Uhr. Alles klar. Ja, eine sehr interessante Uhr. Die ist schon mal... Das ist mal ein cooles Geisterhaus. Wow! Das ist eine Röhre! Ah, da kommt er einfach zu schnell drauf auf sowas. Aber es bringt dir nichts. Ja, bitte Spoiler nicht. Mal schauen, ob er es von allein rauskriegt. Ah, glaube ich nicht. Lol! Geht ab. Ich glaube schon, das wird er schon sehen. Da muss er sich halt mal Mühe geben. Ach, da gibt's einfach zu viel schon in der Richtung. Obwohl, er macht schon das, um da selbst dann dahinter zu kommen. Ja. Ich mache also ganz einfach mal nichts und bin kurz weg. Jo. Kann ich auch nichts mehr verraten. Sowas nennt man, Risikobegrenzung. Ihr hätte es schon auffallen können. Irgendwas muss sich geändert haben, ne? Jetzt weiß ich aber schon nicht mehr, in welchem Abschnitt ich jetzt richtig bin. Ja, das macht nichts in diesem Geisterhaus. Lol. Einfach mal hier ein Loch. In diesem Geisterhaus weißt du den Namen noch. House of Time. Gut. Okay, die Uhr bewegt sich nicht. Ah, die Uhr könnte sich immer wieder auf 12 stellen. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Aha, 10 nach. Und wenn ich hier wieder durchgehe, ist wieder auf 12. Da hast du es doch schon. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder durch die Tür. Das heißt... Achso, und jetzt ist hier vielleicht eine Tür? Nö. Dann gehen wir halt mal höher. Ich habe mir noch gar nicht den Rest des Levels angeguckt. Jo.
Halt mich nur bei dieser Uhr auf. So, was bist du? Du bist gar nichts. Da komme ich an. Da oben. Und was hat er schon alles gefunden? Er hat's schon rausgefunden. Ist nicht zu fassen. Ja, aber nur weil du mir gesagt hast, dass ich mich nochmal an den Levelnamen erinnern soll. Jetzt kann ich das mitnehmen. Jetzt ist es weg! Ja, das ist ein Glitch. Es tut mir leid. Der ist aber nicht relevant in dem Level. Also bringt's mir aber jetzt nichts, dass ich zwei hab. Ach, ist das schön. Brauche ich das dumme Spiel? Ja, aber das Level kriegt da nicht raus, glaube ich nicht. Er hat schon so, ne, was festgestellt. Ja, das ist schon mal einer der vielen schönen Orte in diesem Level. Jetzt ist es Viertel. Also nicht ganz. So eher 5 nach. Das ist ein Stundenzeiger, ich spoiler mal, ne? Also das ist jetzt die 1. Geht einfacher zu sagen. Wo ich jetzt mal hin könnte, ist das hier. Aber da geht's nicht weiter. Ah, ich könnte mal hier gegen hüpfen, weil das ist so eine Farbe. Ja, da ist eine andere Farbe, das hast du auch schon richtig erkannt. Das hat auch was zu sagen. Das bringt ihm aber alles jetzt noch nichts. Ja, von hier unten nicht. Ah, Moment. Das ist einfach so unglaublich. Stopp. Fall runter. Schade. Fall runter, ja, das ist in Mario nicht so einfach. Okay. Das Geisterhaus ist noch richtig schön. Jetzt ist wieder 12, was ist das denn? Solltest du. Falsche Tür. Falsche Tür, genau. Aha. Keine Angst, denn das Geisterhaus resettet nicht immer auf 12. Das kann man sogar Safe State Less spielen. Er spielt es trotzdem mit Safe State. Komm jetzt an die andere Tür da. Ah, oh, Moment, ich hab 'ne Idee. Los, wie viele Türen sind denn hier in dem Ding, die du schon gefunden hast? Du probierst einfach jedes Mal jede aus. Ja, okay, das ist jetzt. Hey! Ich glaube aber, das war die falsche. Nee, geht weiter. Ist nicht zu fassen. So, jetzt probieren wir die da hinten. Ja, das wäre doch zu leicht. Nö. Kann ja sein, dass man die noch gar nicht gefunden hat. Ich habe versucht, die Türen nach Schwierigkeitsgrad zu ordnen. Ja, war richtig. So, und jetzt? Du kannst ja hier in dem Geisterhaus den Weg gehen, dass du immer ein Safe State machst, wenn du die richtige Tür erwischt hast. So als Insider-Tipp. Ja, das mache ich schon. Okay, hier oben kann ich nirgendwo rein. Ne? Was habe ich jetzt gerade gedrückt? Cool, dass man sowas, dass man da nicht reingehen kann. Dass man sowas durch Zufall rausfinden kann, finde ich ja mal cool. So ist es auch gedacht. Hui! Ich kann zaubern, ich gehe ins Nichts und ich hole einen P-Switch raus. Und jetzt ist hier eine Tür. Ja, los. Das geht eins zurück. Ach, eins zurück. Okay. Hallo. Hallo, nimm ihn doch mit. Oh. Wo ist er hin? Hast du ihn gedrückt? Nee. Ist irrelevant. Ich habe ihn, glaube ich, weggeglitscht. Moment. Ich glaube, ich soll nichts mehr sagen. So. Ja, dann ist hier oben bestimmt jetzt eine Tür. Nö. Okay, wo ist noch eine Tür aufgetaucht?